Volksentscheid! Sing du mal, Frau Klöckner. Hätten wir Ihnen 35.000 Unterschriften für Frau Merkel mit dem Post für Frau Merkel? Wären Sie so lieb und nehmen die mit rein? Frau Klöckner? Entschuldigung! Post für Frau Merkel! Bundesweit! Ich habe noch andere Auslieferungen zu machen. Könnt ihr mir die Post abnehmen? Bundesweit! Post für Frau Merkel! Bundesweit! Volksentscheid! 35.000 Unterschriften! Volksentscheid! Guten Morgen, Post für Frau Merkel. Herr Altmaier, dürfen Ihnen das mitgeben? Ich habe noch eine andere Tour zu machen. 35.000 Unterschriften für Volksentscheid, unter anderem über CETA und TTIP. Herr Altmaier? Darf ich Ihnen kurz die Post mitgeben, Frau Merkel? 35.000 Unterschriften. Gerne. Sie kleine den Inhalt lesen. Der Rest ist mir egal. Inhalt lesen. Das ist Ihnen wirklich egal? Dann lassen Sie immer Ihre Rhetorik in Ruhe. Na, ich frage doch nur, ob Sie wirklich egal ist so. Ich habe den Inhalt gelesen. Das ging aber schnell. Dankeschön trotzdem fürs Zustellen. Ich bin mit dem Thema seit 2 Jahren tief drin. Das können wir zutrauen. Wir doch alle. Und wenn Sie mich einladen würden, komme ich auch. Ja, gerne. Ja, gerne. Okay. Gerne. Hiermit ausgesprochen. Voll auf der Kamera. Ja. Wunderbar. Dankeschön. Okay. Schönen Tag noch. Volksentscheid. Bundesweit. Volksentscheid. Bundesweit. Volksentscheid. Bundesweit. Volksentscheid. Bundesweit. Volksentscheid. Ich finde es sehr positiv, dass jetzt doch noch jemand von der CDU Deutschlands herausgekommen ist und bereit ist, unsere Unterschriften entgegenzuliefern. Wir sind Mehr Demokratie. Das ist ein Verein, der sich schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten für mehr Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie einsetzt. Wir wollen endlich auch das haben, was alle europäischen Länder in ihren Verfassungen auf nationaler Ebene geregelt haben, nämlich die Möglichkeit, über Sachfragen direkt abstimmen zu können. Wir wollen Volksentscheide auf Bundesebene. Das hat bisher leider immer, das gehört zur Wahrheit dazu, die CDU auf Bundesebene verhindert. Ich hoffe, dass Sie diese Position ändern und vielleicht auch mit dem Blick auf Wahlergebnisse von gestern. Ich glaube, der Frust in Deutschland wird noch größer werden, wenn auch weiterhin hier den Bürgerinnen und Bürgern fundamentale Rechte vorenthalten werden.